Herr Weilhartner, warum wurde die Siedlung in der General-Kies-Straße unter Denkmalschutz gestellt? Die wurde unter Denkmalschutz gestellt, weil sie eine ganz hervorragende Anlage ist, ein Zeitdokument aus diesen anfänglichen 50er Jahren und weil sie wirklich was Besonderes ist, weil es in Europa eigentlich nur eine einzige vergleichbare Anlage gibt, und zwar in Deutschland. Und es wird weder in der Vergangenheit so eine Anlage gefunden werden können und auch in der Zukunft wird es nicht mehr geben, dass eine Wohnanlage von Amerikanern hier gebaut wird und für so einen speziellen Zweck vor allem. Was sagen Sie zur Kritik einiger Mieter, die ja von der gleichzeitigen Sanierung inklusive Nachverdichtung nicht sehr begeistert sind? Ist verständlich. Verständlich, jeder tickt anders, jeder Mieter hat andere Bedürfnisse natürlich und eine Baustelle ist immer eine Riesenherausforderung. Man sieht den Endzustand noch nicht, man kann die Annehmlichkeiten von Barrierefreiheit noch nicht genießen, hat nur Staub, Lärm und Verschmutzung und da ist es schon verständlich. Andererseits muss man sagen, wenn man etwas weiterdenkt, müsste auch wirklich jedem Mieter klar sein und ich sage mal 99% der Mieter ist es auch klar, dass hier eine Verbesserung passiert und dass das einfach erstrebenswert ist. Sie planen, diese Wohnung als Museumswohnung einzurichten. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass diese Wohnung nicht dauerbewohnt wird, sondern tatsächlich auch für Führungen zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, die soll auch dementsprechend ausgestattet werden, rekonstruiert im Grunde werden, so wie es eben damals bewohnt wurde. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man hier so eine Wohnung im Originalzustand vorgefunden hat. Und es wäre schade, wenn man dieses Zeitdokument nicht also erhalten würde. Was ist das Spezielle am Zeitdokument? Was ist besonders? Besonders ist aber die Einrichtung. Die Amerikaner haben damals in den Anfang 50er Jahren, was bei uns völlig unüblich war, haben die damals schon mit Einbauschränken gearbeitet, haben damals schon den zum Beispiel ersten Alibert, der irgendwo aufgetaucht ist im Bad, hat man hier gestaltet in dieser Wohnanlage. Also es ist schon sehr speziell bis hin zu den Terrazzoböden, Fliesenböden, Parkettböden. Wie das gestaltet ist im Detail, ist schon sehr spannend. Vielen Dank.